Die Verlängerung des Arbeitslosengeld I-Bezuges soll den Menschen nach den Vorstellungen eigentlich Sicherheit geben. Aber es ist eine falsche Sicherheit. Wir haben die Erfahrung, dass Menschen, die im Arbeitslosengeld I-Bezug sind, nach relativ überschaubarer Zeit von etwa 3 Monaten anschließend in eine feste Arbeitsstelle wieder vermittelt werden. Und wir haben nur eine ganz geringe Zahl von Menschen, zurzeit etwa 17.000, die vom Arbeitslosengeld I-Bezug in den Arbeitslosengeld II-Bezug hineinwechseln. Das zeigt, dass die Struktur funktioniert. Unser Ziel ist es, nicht das Arbeitslosengeld I in eine längere Bezugszeit zu bringen, sondern Menschen in Arbeit zu bringen. Wir legen großen Wert als Union darauf, dass wir, was den arbeitsmarktpolitischen Teil angeht, alles tun, um Menschen zu qualifizieren, aber bitte nicht außerhalb der Betriebe und bitte nicht durch eine längere Arbeitslosigkeit, sondern innerhalb der Betriebe und immer betriebsnah. Wir legen Wert darauf, dass die jetzigen Qualifizierungsstrukturen, die hauptsächlich von Arbeitgebern in einem erheblichen Maße getragen werden, nicht zerstört werden, sondern beibehalten bleiben, weil sie dafür garantieren, dass es praxisnah stattfindet und wo auch die Lebenssituation der Menschen, die zu qualifizieren sind, entsprechend aufgegriffen werden. Wir wollen aber vor allen Dingen auch den Blick wenden auf die Zukunft, nämlich auf die Kinder und Jugendlichen und insbesondere diejenigen, die ohne Schulabschluss die Schule verlassen, die keine Berufsausbildung machen. Wir dürfen sie nicht alleine lassen, wir müssen sie unterstützen. Und hier insbesondere die Kinder und Jugendlichen, die aus einem Milieu kommen, wo die Eltern und die Großeltern bereits von Sozialhilfe gelebt haben. Ihnen müssen wir eine Perspektive geben, weil sie sind nicht dümmer als andere, sie sind nur nicht gefördert worden. Hier geht es um Chancengerechtigkeit und dafür stehen wir als Union. Soziale Gerechtigkeit heißt für uns Chancengerechtigkeit.